Es war einmal weit, weit weg im Reich der Elfen. Da lebten drei kleine Elfen, die sich dafür bereit machten, gutherzige Elfen zu werden. Und so machten sie sich auf in die Menschenwelt. Los, Leute, die Arbeit wartet! Ich bin so gespannt, endlich sehen wir die Menschenwelt! Ich will, dass jeder Mensch auf der Welt glücklich ist. Wenn wir den Menschen helfen und sie glücklich machen, werden wir auch glückliche Elfen sein. In einem alten Haus lebte ein alter Mann mit seiner Frau. Der alte Mann verdiente sein Geld damit, in seiner Werkstatt Schuhe zu machen. Und manchmal reparierte er alte Schuhe. Von dem Geld, das er verdiente, kaufte er neues Leder, um neue Schuhe zu machen. Eines Tages kam er mal wieder vom Markt zurück, wo er neues Leder gekauft hatte. Das Stück Leder, das er gekauft hatte, war gerade groß genug für ein paar Schuhe. Er ließ das Stück Leder auf dem Tisch liegen und ging schlafen. Am nächsten Morgen wachte der Schuhmacher früh auf. Er reckte und streckte sich. Er dachte darüber nach, was für eine Art Schuh er machen würde. Und wie jeden Morgen aß er das Frühstück, das seine Frau für ihn vorbereitet hatte. Vielen Dank, mein Schatz. Ich muss jetzt los zur Arbeit. Heute werde ich ein schönes Paar Schuhe machen. Du hast doch letzte Nacht ein Paar gemacht. Hast du genug Leder für ein zweites Paar? Der alte Mann war überrascht. Er wusste genau, dass er letzte Nacht keine Schuhe gemacht hatte. Also lief er sofort in seine Werkstatt. Seine Frau folgte ihm. Als er die Tür öffnete, war er sprachlos. Das Stück Leder, das er am Abend auf dem Tisch gelassen hatte, stand nun als ein wunderschönes Paar Schuhe vor ihm. Der Schuhmacher traute seinen Augen nicht. Wann habe ich denn die gemacht? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich werde wohl alt. Die Schuhe waren so schön, dass der Schuhmacher sie sofort in sein Schaufenster stellte und auf Kunden wartete. Nach kurzer Zeit sah ein wohlhabend aussehender Mann die Schuhe im Fenster und trat ein. Ich würde gerne die Schuhe im Schaufenster kaufen, egal was sie kosten. Das sind die schönsten Schuhe, die ich je gesehen habe. Voller Freude verkaufte der alte Mann ihm die Schuhe. Und er verlangte nicht mehr als das, was sie wert waren. Er machte sich auf den Weg zum Markt, um neues Leder zu kaufen. Dieses Mal genug für zwei Paar Schuhe. Und wieder ließ er das Leder auf dem Tisch liegen. Und bevor er den Raum verließ, drehte er sich noch einmal um und sah das Leder an. Dann ging er zu Bett. Sobald er wach war, lief er sofort in seine Werkstatt. Dieses Mal standen zwei Paar wunderschöne Schuhe auf dem Tisch. Und wieder war der Schuhmacher hocherfreut. Er stellte die neuen Schuhe im Schaufenster aus und verkaufte beide Paare noch am selben Tag zu einem sehr guten Preis. Und wieder zog er los, um mehr Leder zu kaufen. Natürlich fragte er sich, wer diese tollen Schuhe für ihn machte. Er legte das Leder auf den Tisch und ging schlafen. Am nächsten Morgen standen fünf Paar Schuhe auf seinem Tisch. Der Schuhmacher verkaufte jedes einzelne Paar noch am selben Tag. Für lange Zeit konnte der Schuhmacher von dem Geld, das er mit den Schuhen verdiente, überleben. Und mit einem Teil des Geldes kaufte er neues Leder. Aber der Schuhmacher war so neugierig und wollte herausfinden, wer die Schuhe machte. Also beschloss er eines Tages, sich im Schrank in seiner Werkstatt zu verstecken, um herauszufinden, wer der Schuhmacher war. Heute Nacht werde ich endlich den Schuhmacher treffen. Als es nach Mitternacht war, öffnete sich das Werkstattfenster und die Elfen kamen herein. Eine der Elfen stieß aus Versehen vor einen Blumentopf. Als er den Lärm hörte,
öffnete der alte Mann die Schranktür einen Spalt weit. Sei still, du weckst sie noch auf! Als der alte Mann die Elfen erblickte, konnte er nicht glauben, was er sah. Er rieb sich die Augen. Er schaute erneut und sah die drei Elfen auf dem Tisch. Sie tanzten und arbeiteten und machten Schuhe. Eine schnitt das Leder, eine nähte und eine klebte alles zusammen. Dann banden sie die Schnürriemen und polierten die Schuhe. Die Elfen arbeiteten so schnell, dass im Handumdrehen Dutzende von Schuhen auf dem Tisch standen. Sie sind alle so schön! Los, lasst uns abhauen, bevor jemand aufwacht! Die Elfen verschwanden so, wie sie gekommen waren, tanzend und lachend vor Freude. Der Schuhmacher kam aus seinem Versteck. Er lief zu seiner Frau und erzählte ihr, was passiert war. Und natürlich konnte seine Frau es kaum glauben. Aber als sie die unzähligen Paar Schuhe auf dem Tisch erblickte, wusste sie, dass ihr Mann sie nicht alle in einer Nacht gemacht haben konnte. Sie beschlossen, den Elfen für ihre Hilfe zu danken. Am nächsten Tag bereitete die Frau ein Festessen vor. Als die Elfen um Mitternacht in der Werkstatt erschienen, erblickten sie das Essen. Schaut euch all das Essen an, ob das für uns ist? Natürlich ist das für uns. Warum sollten sie es sonst um diese Uhrzeit hierher bringen? Ich glaube, wir haben hier unseren Dienst erledigt. Jetzt können wir weiterziehen, dahin, wo man uns mehr braucht. Der Schuhmacher und seine Frau wachten auf und liefen in die Werkstatt. Und anstelle des Essens, das sie dort hinterlassen hatten, standen auf dem Tisch wieder 5 Paar glänzende Schuhe. Nach diesem Tag kamen die Elfen nie mehr wieder. Der Schuhmacher und seine Frau konnten von all dem Geld, das sie verdient hatten, bis ans Ende ihrer Tage leben. Der Schuhmacher dachte, dies sei seine Belohnung für all die Jahre, die er so hart gearbeitet hatte. Und darum hörte er niemals auf, Schuhe zu machen. Und wann immer er an die kleinen Elfen dachte, war er unendlich dankbar und glücklich. Es war einmal eine schöne Prinzessin, die in einem großen Schloss lebte. Zu ihrem Geburtstag schenkte ihr Vater, der König, ihr eine goldene Kugel. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Vielen Dank, Vater. Die Prinzessin liebte ihre goldene Kugel. Sie verbrachte all ihre Zeit damit, im Garten mit ihrer Kugel zu spielen. Eines Tages lief sie durch den Garten und spielte mit der Kugel, indem sie sie immer wieder hochwarf und auffing. Die Prinzessin lief auf einen kleinen Teich zu und spielte immer weiter mit der Kugel. Doch plötzlich warf sie die Kugel in die Luft und konnte sie nicht mehr fangen. Die Kugel rollte davon. Meine Kugel! Die Prinzessin lief der Kugel nach, aber sie rollte immer schneller. Schließlich fiel die Kugel in den Teich und sank tief auf den Grund. Oh nein! Die Prinzessin setzte sich neben den Teich und begann bitterlich zu weinen. Meine goldene Kugel! Wie soll ich sie je zurückbekommen? Plötzlich hörte sie eine Stimme. Quack! Meine schöne Prinzessin! Warum weinst du denn? Quack! Sie sah sich um, aber verstand nicht, wo die Stimme herkam. Plötzlich sah sie, dass die Stimme einem Frosch gehörte, der neben dem Teich saß und sie ansah. Der Frosch hüpfte auf sie zu und fragte erneut, als er neben ihr saß. Was ist los, schöne Prinzessin? Warum weinst du?
Die Prinzessin war sehr erstaunt, als sie den Frosch sprechen hörte. Ein sprechender Frosch? Wie ist das möglich? Na ja, so ist es nun mal. Ich spreche. Also sage mir, warum weinst du? Als sie sich gefasst hatte, erzählte die Prinzessin dem Frosch, was passiert war. Meine goldene Kugel, die ich von meinem Vater bekommen habe, ist mir in den Teich gefallen. Sie ist auf den Grund gesunken und ich weiß nicht, wie ich sie herausholen soll. Der Frosch hüpfte neben ihre Füße und machte ihr ein Angebot. Meine schöne Prinzessin, ich kann dir deine goldene Kugel zurückbringen, aber dafür musst du mir einen Gefallen tun. Die Prinzessin war neugierig. Was für einen Gefallen? Es wäre wunderbar, wenn wir beide Freunde sein könnten und ich mit dir im Schloss leben dürfte. Die Prinzessin überlegte und nahm dann sein Angebot an. Also hüpfte der Frosch ins Wasser und verschwand. Kurze Zeit später tauchte er wieder auf und hatte die goldene Kugel in der Hand. Er warf sie der Prinzessin zu. Als sie wieder mit ihrer Kugel vereint war, lief die Prinzessin fröhlich zum Schloss zurück. Als der Frosch sie davonlaufen sah, rief er ihr nach. Meine schöne Prinzessin, hast du mich vergessen? Du hast versprochen, mich mit zum Schloss zu nehmen, Quack. Die Prinzessin rief ihm lachend zu. Wie kann ein hässlicher Frosch wie du nur erwarten, mit einer schönen Prinzessin wie mir zu leben? Quack. Die Prinzessin ließ den Frosch sitzen und lief zum Schloss zurück. Am Abend saßen der König, die Königin und die Prinzessin beim Abendessen. Als sie gerade zu essen begannen, hörten sie ein Klopfen an der Tür. Das Dienstmädchen berichtete, dass ein Frosch vor der Tür saß, der von der Prinzessin eingeladen worden war und um Erlaubnis bat, einzutreten. Der König fragte seine Tochter überrascht: Möchtest du mir erklären, was es damit auf sich hat, meine Tochter? Die Prinzessin erzählte, was am Morgen neben dem Teich passiert war. Du hast dem Frosch ein Versprechen gegeben, also musst du es auch einhalten. Der König befahl dem Dienstmädchen, den Frosch hereinzulassen. Kurze Zeit später öffnete sich die Tür und der kleine Frosch hüpfte herein. Er wandte sich an den König. Guten Abend, meine Herrschaften, und vielen Dank, mein König, für die Einladung. Mit einem großen Sprung landete der Frosch neben der Prinzessin auf dem Tisch. Sie sah ihn angeekelt an. Der König rief nach einem Teller für den Frosch, aber der Frosch unterbrach ihn. Ich brauche keinen Teller. Ich kann vom Teller der Prinzessin essen. So begann der Frosch vom Teller der Prinzessin zu essen. Sie war darüber sehr unerfreut, aber sie dachte, er würde nach dem Abendessen sicher wieder gehen. Also sagte sie nichts. Aber der Frosch dachte gar nicht daran, nach dem Essen wieder zu gehen. Als die Prinzessin den Tisch verließ, folgte er ihr in ihr Zimmer. Die Zeit verging und der Frosch wurde sehr müde. Meine Prinzessin, ich bin sehr müde. Ich würde gerne in deinem Bett schlafen, wenn ich darf. Weil sie ihren Vater nicht verärgern wollte, erlaubte die Prinzessin es dem Frosch. Der Frosch hüpfte in ihr Bett und legte seinen Kopf auf die weichen Kissen. Die Prinzessin versuchte ihren Ärger zu unterdrücken, legte sich neben den Frosch und schlief ein. Am Morgen weckte der Frosch die Prinzessin. Guten Morgen, meine schöne Prinzessin. Ich habe einen letzten Wunsch. Wenn du mir diesen erfüllst, werde ich danach sofort verschwinden. Die Prinzessin war sehr erleichtert, als sie hörte, dass der Frosch bald verschwinden würde. In Ordnung. Was willst du nun von mir? Der Frosch sah ihr in die Augen und... Ich hätte gerne einen Kuss von dir.
Die Prinzessin sprang wütend aus dem Bett. Ach, wie kannst du es wagen? Auf gar keinen Fall! Das Lachen verschwand aus dem Gesicht des Frosches und stattdessen lief ihm eine Träne über die Wange. Die Prinzessin dachte nach. Ach, was ist schon dran an einem winzigen Kuss? Ich werde ihn ja niemals wiedersehen. Also gab sie ihm einen Kuss. Sobald sie das getan hatte, war der Raum von einem hellen weißen Licht durchflutet. Die Prinzessin konnte nichts mehr sehen. Aber kurze Zeit später verschwand das Licht. Als die Prinzessin wieder sehen konnte, traute sie ihren Augen nicht. Dort, wo gerade noch ein Frosch gewesen war, stand plötzlich ein gut aussehender Mann vor ihr. Die Prinzessin war sprachlos. Als sie sich gefasst hatte, fragte sie: Wer bist du? Und was ist mit dem Frosch passiert? Meine schöne Prinzessin, ich bin ein Prinz aus einem weit entfernten Königreich. Eine böse Hexe hat mich mit einem Fluch in einen Frosch verwandelt. Um den Fluch aufzuheben, musste ich eine Nacht mit einer Prinzessin verbringen und einen Kuss von ihr bekommen. Durch dich bin ich von meinem Schicksal befreit und muss kein Frosch mehr sein. Die Prinzessin war sehr überrascht, aber zugleich sehr erfreut. Die beiden gingen zusammen zum König und erzählten ihm, was passiert war. Dies sollte die zweite Lektion sein, die der Frosch dich gelehrt hat, meine liebe Tochter. Man soll niemals jemanden nach seinem Äußeren beurteilen, bevor man die ganze Wahrheit über sie kennt. Der König hieß den Prinzen für noch ein paar Tage in seinem Schloss willkommen. Der Prinz und die Prinzessin spazierten zum Teich, an dem sie sich das erste Mal getroffen hatten. Meine Prinzessin, willst du mich heiraten und mit mir in mein Königreich kommen? Die Prinzessin lächelte und nickte und nahm den Antrag des Prinzen an. In diesem Moment unterbrach ein Geräusch die Stille. Sie sahen sich nach der Quelle des Geräuschs um. Da saß ein Frosch neben dem Teich und sah sie an. Sie hielten den Atem an und warteten darauf, dass er sprechen würde. Aber es geschah nicht. Sie begannen zu lachen. Keine Sorge, kleiner Frosch. Auch du findest eines Tages deine Prinzessin. Sie lachten noch lauter. Nach kurzer Zeit heirateten sie. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.